Hallo liebes Publikum, willkommen in der Kampfarena. Ich bin HBK und bei mir wieder der Stormalter Live. Ja, und heute gibt es den Kampf gegen Ingame-Name Dinaria, aber wir kennen ihn unter einem, eigentlich ist es ein Typ, wir kennen ihn unter einem anderen Namen und zwar Relion. Ja, schauen wir mal, wie er sich schlagen wird. Das ist der dritte Kampf, den du jetzt machst. Genau. Aktuell steht es 1-1. Ja, aktuell steht es ein Sieg, eine Niederlage, zwei Kämpfe. Mal sehen, wie es diesmal ausgehen wird. Richtig, richtig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass dieser Kampf recht gut war. Hattest du gegen ihn denn schon vorher mal gekämpft? Nee, das war mein... Naja, ich glaube mit meinem Wanderlock-Team, ja, aber... Okay, aber Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Okay. So, ich benutze da die Pokémon in der Kampfbox, habe ich aber nicht drauf geachtet, welche das waren. Ah, das sind meine... Okay. Oh, er benutzt ein Frostedie. Wuhu! Ja, und ich fange an mit Flammius, beim Arcani, und danach ist natürlich alles so ein bisschen offen. Ist ja auch egal, was du danach einstellst. Genau, weil man kann es ja eh einsetzen, richtig, wie man das möchte. Erste, richtig. Ja, aber sein Team sieht auch ganz interessant aus, muss ich sagen. Ja. Und diese komische Feuermotte, die habe ich mittlerweile richtig hassen gelernt. Ja, ist schon fies. Durch Falterreigen zum Beispiel, wo er dann gut boosten kann. Und da geht's auch schon los. Ja. HBK versus Dinaria, aka Relion. Relion! Viel Glück, Relion! Dankeschön. Bitte. Und da möchte Dinaria kämpfen und ich setze Flammius ein. Richtig, da kommt das Arcani. Und was kommt dann? Stolos. Hast du gleich mal Typenvorteil. Ja, wenn er nicht. Und da ist ein Freund online. Garantiert. Naja gut, er kann bestimmt Erdbeben und das wäre dann gegen Arcani nicht so günstig. Ja, aber da gucke ich erstmal, was ich so habe. Was keinen Sinn macht, weil Flammenwurf ist eigentlich das Sinnigste. Richtig. Gut, er wechselt nicht mehr aus und Stolos. Ist halt die Frage, ob das Pokémon sich bei ihm. Ja. Das frage ich mich immer, ist das eine Stahlattacke und sehr. Nee, kann ja nicht sein, weil Stahl ist ja gegen Feuer nicht sehr effektiv. Kampf. Es wird eine Boden. Nee, muss eigentlich auch eine Bodenattacke eigentlich sein. Okay, aber da hat er auf jeden Fall erstmal meinen Arcani weggehauen. Also. Ist die Frage, ob er Stolos Mega entwickeln kann und wird. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber da kommt dann auch gleich meine Misty. Doppelt gesenkter Angriffswert und ja, meine Misty ist ja immer so ein bisschen meine Geheimwaffe. Richtig. Und ich booste sie jetzt nicht mal, da kommt dann einfach die Kaskade, weil ich mich schätze, das reicht. Ja, klar. Und da reicht es auch aus. Das war's dann mit seinem Stolos. Nee, aber da müsste man dann wirklich nochmal gucken, ob Kopfschuss direkt eine Bodenattacke ist, aber müsste, weil es ja sehr effektiv ist. Eigentlich schon, ja. Da mache ich mich immer ein bisschen schwer. Und da kommt Frostedie hier. Und das will ich dann einfach mal nutzen, um meinen Garados natürlich zu boosten, glaube ich. Oder setze ich ein Erdbeben ein? Da überlege ich jetzt, was mache ich? Will ich boosten? Nee, ich setze direkt ein Erdbeben ein. Und Donnerblitz. Da kommt Donnerblitz natürlich. Vierfach Schwäche und das war's mit meinem Garados. Eieiei. Ich weiß, wie es gewesen wäre, wenn du es vielleicht mega entwickelt hättest. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen. So, aber da kommt dann mein Widow. Ja, Widow, unser Spinnenfreund. Meine Widow. Mit der Anspannung, weil ja auch alle im gegnerischen Team Bären tragen. Ja, da muss ich muss die Dings mal wechseln. Ich weiß nicht, was die andere Fähigkeit ist. Und da setze ich Energieball ein, weil ich denke, das ist sehr effektiv. Nee. Aber das ist es nicht. Überhaupt nicht. Und da kommt ein Eisstrahl. Was? Mein Widow. Oh, ein Sturmnest. Oh, das ist natürlich fies, ja. Das ist natürlich ziemlich mies gelaufen. Was mache ich da jetzt? Da hat er noch Agilität. Das muss ein ganz altes Moveset von Widow noch sein. Aber Widow wurde aufgetaut und dann kommt der Donnerblitz. Aber Glück gehabt. Ja, da habe ich gut Glück gehabt. Und Frostedie wurde besiegt. Man sollte Voltula nicht unterschätzen, also. Nee, Voltula ist ja auch ein gutes Pokémon. Das fand ich auch schon in der fünften Generation so. Naja, die fünfte habe ich ja nie so richtig gespielt. Deshalb habe ich es jetzt das erste Mal. Ich habe es noch nicht mal wirklich gespielt, bevor ich es competitive aufgebaut habe. Ich habe es einfach aufgebaut direkt. Weil so, ja, und das ist schön schnell. Sieht man daran, dass du schon den ersten Angriff machst. Und es boostet sich. Und oder? Ach nee, es boostet sich. Nee, es war Feuerring, nicht Falterring. Okay, das habe ich mich erst verlesen gehabt. Okay, ja. Hatten wir uns gerade noch drüber unterhalten, hatten wir ja gerade schon mal gesagt eben. So, was mache ich da jetzt? Da wäre genau Curry. Durch Erdbeben. Genau, aber ich glaube, setze ich Erdbeben ein? Nee, ich setze Dracometeor ein, natürlich. Was dein Spezialangriff gleich senkt und das im ersten Move, weiß ich nicht. Ich finde das immer so, Ja, da ich keinen anderen speziellen Angriff habe, eigentlich mit ihr ist es eigentlich relativ. Aber da kommt dann... Okay. Da kommt jetzt einmal das... Ja, da wird es eh abgewehrt. Genau, triffst nicht.
Warum auch immer denke ich halt, dass das Pokémon Schwebe hat und deswegen setze ich Erdbeben nicht ein. Was überhaupt keinen Sinn macht. Und dann wieder der Dracometeor. Und eine Freundin das Anleihen. Aber, hallo Ivan. Aber Erdbeben gegen Feuer-Pokémon ist eigentlich... sehr effektiv, ja. Warum auch immer ich das gegen dieses Pokémon nicht einsetze. Ich weiß nicht, ob Boden jetzt gegen Käfer besonders noch ist, aber du hast auf jeden Fall eine normale Schwäche dagegen, ja. Ja. Feuer, das geht jetzt nicht so... Hat aber richtig. Gut was weggemacht, ist nicht sehr effektiv, ist, aber... Ja. Hat guten Spezialangriff. So. Und da kommt der Dracometeor. Wenn du ein Problem hast, Dracometeor! War noch eine sehr geile Animation. Mhm. Und da senkt sich mein Spezialangriff und jetzt werde ich wahrscheinlich einen Drachenklauer einsetzen. Einfach weil Spezialangriff ist gesenkt. Super. Und das heilt sich wieder. Na super. Wenn ich mich recht erinnere, ist das jetzt so ein kleines Ping-Pong-Spiel zwischen uns beiden. Naja, ist die Frage, welcher AP zuerst alle geht. Richtig, oder was mehr ausmacht. No, Drachenklauer hat aber doch ein bisschen mehr weggemacht, als geheilt wurde. Hm. Richtig. Das bestimmt noch mal. Ah nee. Gut, dann. Da wird noch mal ein bisschen geschwächt, weil er sich wahrscheinlich dachte, okay, den nächsten Angriff werde ich nicht überleben. Das ist schwierig geworden, ja. Aber er hat immerhin damit deine Curry ganz gut fertig gemacht. Oh ja. Und das war's dann mit seinem Ramoth. Seiner Motte. Hm. Hat der im Deutschen auch so einen englischen Namen? Also ist es wirklich der deutsche Name? Ich glaube, es war was mit I, glaube ich. Okay, ich weiß es gerade nicht genau. Da kommt ein Brigaron. Ja, der Pflanzenstarter. Was natürlich nicht so optimal ist, aber da setze ich dann natürlich erstmal ein Erdbeben ein. Ja, da schützt er sich und hofft auf eine physische Attacke. Richtig. Erdbeben ist zwar physisch, aber da ich ihn selbst nicht angreife, tätig berühre, kriegst du keinen Schaden. Krieg ich keinen Schaden, richtig. Da kommt das Erdbeben, aber es ist nicht effektiv. Richtig. Da ist halt wieder die Überlegung eigentlich, ob du Curry vielleicht... Gut, das wäre wieder eine zweite spezielle Attacke, aber auch ein Flammenwurf oder sowas. Ja, das ist schon eine Sache, die haben mir schon einige Leute gesagt. Also ja. Besonders Curry selbst halt, nach der dieses Pokémon ja benannt so. Ist, hat mir gesagt, warum hat es denn kein Flammenwurf? Und da setze ich meinen Roshi ein. Mega-Entwicklung, der erstmal die Mega-Entwicklung Psychokinese. Genau. Richtig. Der die Mega-Entwicklung bekommt und die Psychokinese raushaut. Passend zu dem Bild rechts oben in diesem Video. Das stimmt. Finde ich auch cool, wie so man die im Schneidersitz da sitzt. Das Pferd übernimmt Notdünger. Na gut, Notdünger bringt dir gar nichts. Nee, das bringt rein nichts. So. Und go. Bye bye, Brigaron. Richtig. Bye bye, Brigaron. Also jetzt habt ihr beide noch zwei Pokémon, wenn ich jetzt richtig liege. Ich glaube, ja. Also ich habe jetzt noch halt meinen Roshi und meinen Metalhead. Genau. Während und er halt auch noch von Turtok. Ein Turtok, okay. Und noch irgendein Pokémon. Richtig. Das wird wahrscheinlich seine Mega-Entwicklung sein. Kann ich mir gut vorstellen. Und da setze ich einen Hyperstrahl drauf, einfach weil es so einen hohen Spezialangriff hat. Und ja. Und das ist ja speziell, das ja. Hohe Stärke. Gut, da ist der Spezialangriff. Megastein. Jo, weil Turtok hat ja, glaube ich, mehr eine normale Verteidigung als Spätzdev. Ah, da kenne ich mich leider überhaupt nicht richtig aus. Aber ich kann es mir vorstellen, dass er eine Verteidigung hat. Verteidigung. Und da hoffe ich einfach mal, dass es wirklich viel ausmacht. Aber ja, die Hälfte leider nur. Aber ich glaube, wirklich eine Psychokinese mit Step wäre besser gewesen. Ja. Und da ist ein Volltreffer und Roshi ist down. Obwohl es den Volltreffer wahrscheinlich nicht mal wirklich gebraucht hätte. So, dann kommt noch der Metalhead, der auf Verteidigung. Was war das? Welche? Metalhead ist mein Angriffs-Metagross. Ach, dein Angriffs. Stimmt, das andere war dein. War verteidigend. Genau, Panzerfaust, richtig. Panzerfaust. Panzerfaust. Horrorsphäre, oh. Auch sehr effektiv. Na, Pony durch die Psycho. Oh, da kommt wieder ein Volltreffer durch. Also, aber das dürfte das eigentlich das war wirklich sein. Böse jetzt, ja. Der kommt drauf an, was ist das letzte Pokémon von ihm? Ja, oder war es jetzt das letzte? Nein, ich glaube, eins hat er noch. Und dadurch, dass deins nicht so schnell ist, dürfte das sehr schwierig für dich sein. Ja, gegen ein Dragoran, oh. Was recht flink sein wird, garantiert hast du keine Chance. Aber durch Zen-Kopfstoß kannst du, glaube ich, zurückschrecken. Oh! Da ging's daneben. Setzt er denn keine Attacke ein, die eine 100%ige wahrscheinlich hat? Ich habe keine Ahnung. Ja, kann es, aber ist leider nicht gewesen. Ja, und da ist für mich irgendwie so, was mache ich Agilität? Ich will mich nochmal boosten, damit ich schneller bin. Ja, und das aber das bringt natürlich sowieso nichts. Drachenstoß. Und das war's mit Metalhead. Schade, war ein spannender Kampf. Ja, der war wirklich gut. Also, das haben wir beide auch schon direkt danach gesagt. Und damit steht's dann. Ja, erstmal natürlich. Glückwunsch an Draco. Ja. Rayleon, stimmt, Entschuldigung. Richtig. Stimmt.
Und damit steht es dann 2-1 in meiner Kampfstatistik. Ja, gegen dich. Genau, gegen mich. Also 1-2, genau. Und ja, danke fürs Zusehen. Richtig. War ein schöner Kampf, wir freuen uns auf den nächsten. Auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns, ja, das nächste Mal halt wieder. Richtig. Ich bin HBK. Ich bin Stormhunter Live. Und wir sagen mal tschüss, bis dann.